Shirsha Angushta Yogasana, eine Stellung, die auch als demütiger Krieger oder sich verneigender Held bezeichnet wird, gehört zu den Stehhaltungen, den Haltungen, die auch anstrengend sind. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung, Tadasana. Von hier gibt die Beine 1,20 Meter bis 1,50 Meter weit auseinander, gibt zum Beispiel den rechten Fuß nach rechts, auch den Fuß nach außen gedreht, den linken Fuß auch 15 bis 45 Grad nach rechts. Dann falte die Hände hinter dem Gesäß und beuge das rechte Knie 90 Grad. Und jetzt bringe den Kopf an der Innenseite des Fußes auf den Boden, und zwar so, dass der Kopf den großen Zeh berührt. Shirsha heißt der Kopf, Angushta ist der große Zeh. Und Yogasana soll hier heißen die Yoga-Stellung, wo der Kopf zum großen Zeh hingeht. Diese Stellung entwickelt die Stärke des Oberschenkels und des Gesäßes, Quadrizeps und Gluteus Maximus werden gestärkt, die Bauchmuskeln bekommen einen sanften Druck und gleichzeitig wird eine Verbindung hergestellt zwischen Großzeh und Kopf. Wenn du die Stellung 8 bis 10 Atemzüge lang halten kannst, ist es schon gut. Anschließend kannst du dich aufrichten und die andere Seite üben. Das kannst du aber für dich ausprobieren. Annika, Sukadev und Durga, das hinter der Kamera, verabschieden sich schon mal von dir und wünschen dir alles Gute für deine Yoga-Praxis. Wenn es dir gefallen hat, klick doch auf Daumen hoch oder gefällt mir.